Messungssystem. Wir brauchen eine Entscheidung. Jetzt! Hab's gewählt! Und was sollen wir jetzt machen? Versuchen, das Ding zu gewinnen. Ja! Pünktlich zum Saisonbeginn im September startete der ganz junge Verein Phoenix Darts aus Leinefelde im Eichsfeld seine erste Saison. Heute an Halloween veranstalteten sie einen Kindertag, um rechtzeitig den Nachwuchs zu fördern. Zwei Unentschieden konnten sie bereits verbuchen, noch ist alles offen. Aber was bringt so ein Kindertag und war er erfolgreich? Dazu Jörg Kurzhabe aus Kalmerode. Ja, wir sind hier bei Phoenix Darts aus Leinefelde. Hat den Neustart hingelegt dieses Jahr, richtig? Genau so ist es. Und heute zu dieser Zeit Halloween. Kinderdarts. Kinderdarts. Was ja, ist der Hintergrund? Ja. Was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist dafür, dass wir Kinder und Jugendlichen ein bisschen fördern wollen, dass sie auch in unsere Fußstapfen treten und dass sie genauso viel Spaß am Darten und an diesem Sport haben wie wir selbst. Weil wir, man sieht es ja, werden alle nicht jünger und irgendwo braucht man ja auch mal ein bisschen Nachwuchs. Und wie am heutigen Abend, die Kinder hatten alle mega Spaß dran und die sind mega begeistert von diesem Sport. Und herzlichen Glückwunsch für uns selbst. Weil wir haben es hingekriegt, wir haben es gerockt und es war einfach nur schön. Also hat alles gepasst. Ich durfte ja euch heute im Laufe des Tages so ein bisschen begleiten und ich hatte auch einen wirklich positiven Eindruck davon. Hm? Und ja, die Kinder schienen wirklich begeistert zu sein. Ne? Ja, das ist, man kann sie nicht dazu zwingen, aber die Kinder haben es gesehen, wie schön das sein kann. Und wie lustig es auch bei uns ist. Und man brauchte ihnen nichts aufzuzwingen. Sie hatten richtig Spaß. Und das hat man auch gemerkt. Weil vor allen Dingen muss ich den Kindern allen ein Kompliment machen. Selbst die Kleinsten. Sie haben Pfeile geworfen. Das schafft manche Erwachsene nicht. Und sei es Zufall oder sei es nicht Zufall, das steht wohl ganz anders. Aber es war einzigartig heute Abend. Und die Kinder haben sich alle Mühe gegeben. Und die haben es auch super geschafft. Also Hut ab vor den Kindern, muss ich ganz ehrlich sagen. Was anderes geht eigentlich gar nicht. Ja, durch den Neustart, den ihr quasi macht, aus alten Strukturen, ja, neu aufgebaut, da passt das Symbol Phoenix ja wie ja, absolut wächst. Passend, wie Phoenix aus der Asche. Ganz genau, und das Alte wächst also zu Neuem. Ne? Also im Endeffekt, es ist eine super Truppe hier, es ist alles wunderbar. Gut, es gibt auch mal meiner Verschiedenheiten, aber das ist gar nicht schlimm, weil die gibt es überall. Das wäre sagt, das wäre nicht so, dann hätte ich gelogen. Aber wir kommen immer gleich wieder auf einen Nenner und es wird alles ausgesprochen und ja, jeder ist zufrieden und jeder geht gerne her und vor allen Dingen fast jeden Tag. Also das ist schon eigentlich ein Wunder, dass das so ist. Ich finde es super und ja, ich sag mal, also Halleluja. Alle Mitstreiter hier sind alle tipptopp drauf und haben Spaß dran. Und so soll es auch sein. Ne? Nur wie gesagt, langsam werden wir zum Kartgemüse. Und deswegen müssen wir auch jemanden hinterherziehen, die genauso viel Spaß an dem Sport haben wie wir auch. Und ja,
Deshalb sorgt ihr quasi jetzt für Nachwuchs, damit es auch weitergeht, zukünftig. Ja, es soll ja auf Dauer. Ne? Also ja, das soll ja nicht der Phönix bald wieder zu Asche werden und wieder auferstehen, sondern es soll ja jetzt erstmal so bleiben, weil der Phönix hat eine lange Lebenszeit. Und bis der wieder zur Asche wird, also ich weiß nicht, ob wir es noch erleben. Es wird also Zeit zu fliegen. Genau so ist es. Ja. Nee, alles super. Das ist. Jetzt hat die Saison, hattest du vorhin erwähnt, dieses Jahr angefangen. Ja, genau. September. Wir haben jetzt das zweite Spiel gehabt. Ja. Ne? Wir haben beide Spiele, sage ich mal, war das jetzt das erste oder das zweite Spiel? Das war das zweite, aber wir haben beide unentschieden gespielt. Es ist zwar kein Sieg, aber es ist auch keine Niederlage und alles ist noch möglich. Alles ist möglich und es hat ja gerade erst angefangen, die Saison, und die geht ja noch bis nächstes Jahr. Und bis wann geht die Saison? Ende Mai, Juni. Ja. Du spielst auch schon lange da, ne? Soweit ich weiß, sind schon Jahre. Ja, teilweise musste ich aussetzen. Aus gesundheitlichen Gründen, aber das spielt gar keine Rolle. Ich war trotzdem immer zum Training. Also, vor wie vielen Jahren hast du angefangen mit Dart? Ich kann es dir nicht sagen, aber es könnten jetzt schon 10 sein. Also vorher habe ich nur hobbymäßig immer in der Kneipe gespielt oder so. Aber jetzt definitiv bei ungefähr 10 Jahren. Ja. Ja, ich drücke euch ein Däumchen und dass alles gut funktioniert. Und vielleicht können wir mit diesem Beitrag hier den einen oder anderen inspirieren und einfach mal nachfragen. Phoenix Dart und Webseite und Kontaktmöglichkeiten bieten wir hier mit an, verlinken das und man darf gespannt sein. Ja, also wir freuen uns über jeden Interessenten und über jeden, der Spaß an diesem Sport hat und der gerne bei uns mal reinschnuppern möchte oder irgendwas. Es ist jeder willkommen und wir freuen uns. Alles klar. Ja. Gut, das war's dann an dieser Stelle. Ich verabschiede mich. Ja, mein Gott. War schön, dich wieder zu sehen. Ja, dich auch. Bis zum nächsten. Ne? Und tschüss.